2100 Fahrzeuge, 600 Aussteller, die spektakulärste Campingsause des Jahres, die findet in Düsseldorf statt auf dem Caravansalon. Wir als Trendsetter für Fahrzeugsicherheit profitieren natürlich auch von einem stark boomenden Markt. Wir haben täglich Wohnmobilbesitzer bei uns, die sich ihr Fahrzeug absichern lassen. Und deshalb bin ich mit meinen Technikern hier, um Lieferanten zu treffen, um Hersteller zu treffen, gucken, was es Neues gibt. Super interessant natürlich als der Platzhirsch Schümer, unheimlich viele neue Sprinterfahrzeuge. Insgesamt auf der Messe über 20 neue Sprinterfahrzeuge. Super interessant natürlich auch der Platzhirsch unter den kompakten Fahrzeugen, der VW-Bus T6.1, den werden wir euch zeigen. Und was für mich selber auch sehr interessant ist, Ducato bringt endlich mal ein 9-Gang-Automatikgetriebe, ein Wandlergetriebe und einen bärenstarken Antrieb mit 450 Newtonmetern. Das wird natürlich viele von euch freuen. Ja, wir gehen jetzt mal über die Messe rüber und dann werde ich euch mal so 20, 25 Highlights der Messe zeigen. In meinen Augen das schönste Teil integrierte Wohnmobil auf der Messe kommt auch von Francia, M-Line Luxury. Luxury, das ist wirklich der Name des Programms. Wenn man sich das innen drin anguckt, finde ich für ein, ich sag mal, mehr oder weniger Serienfahrzeug, was relativ häufig auf den Straßen zu finden ist, eine gigantische Verarbeitungsqualität. Wenn ich es mir leisten könnte, dann wäre das auf jeden Fall meine allererste Wahl. Jeder, der hier so ein Fahrzeug erwirbt oder bereits besitzt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass auch Menschen mit weniger guten Absichten wissen, was da für Werte unterwegs sind. Zum einen geht es hier um den Totalverlust des gesamten Fahrzeuges, denn diese Fahrzeuge stehen ja teilweise monatelang immer an denselben Stellen unbewacht. Das macht es den Dieben unheimlich leicht, in die Fahrzeuge einzudringen. Und natürlich auch diese Fahrzeuge zu klauen, weil sie sind in den meisten Fällen auf Mercedes Sprinter oder Fiat Ducato Basis. Und wenn die Diebe einmal eine Möglichkeit entdeckt haben, diese Fahrzeuge aufzubrechen und die Sicherheitssysteme zu überwinden, dann können sie natürlich das bei allen Fahrzeugen aus der Serie. Zum Zweiten kommt dazu, dass man sich mit so einem Fahrzeug natürlich auch in die Freiheit begibt und auf ungesicherten Stellplätzen steht. Und da möchte man natürlich auch ganz ruhig schlafen können. Dafür haben wir perfekte technische Lösungen. Wir bauen das schon seit über 30 Jahren im Wohnmobil ein. Wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal mehr als 700 Videos für technische Lösungen. Wenn ihr ein Angebot für euer Fahrzeug haben möchtet, geht ihr einfach auf die Seite kfzalarm.de. Findet ihr ein Kontaktformular, dann erstellen wir euch ein individuelles Angebot für euer Fahrzeug. Und in der Regel sieht das so aus, dass die Kunden mit dem Wohnmobilen einen Tag vorher anreisen, bei uns auf dem Betriebsgelände übernachten und am nächsten Tag stellen wir das Auto fertig. Wir machen sowohl mechanische Lösungen als auch elektronische Lösungen. Und für den Fall, dass ihr euch noch überzeugen müsst, dass man wirklich eine Alarmanlage braucht, findet ihr im abspannenden Video, was passiert, wenn man keine Alarmanlage hat. Und wenn ihr wissen möchtet, wie das Ganze funktioniert, dann gibt es ja auch nochmal ein Video, wie man sich richtig absichern kann. Ich hoffe, mein Beitrag war interessant für euch. Ich verabschiede mich vom Caravan Salon in Düsseldorf 2019. Vielen Dank, euer Kai Stübing.